Herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag zu SWR Aktuell und der angekündigte Rücktritt von Kardinal Marx. Der wird Thema in dieser Sendung sein. Im Moment liegt uns der Beitrag noch nicht vor. Deswegen machen wir erstmal mit was anderem. Unwetter haben nämlich an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz Schäden verursacht. Besonders stark betroffen war die Region am Mittelrhein. Dutzende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen streiken heute und morgen im Einzel- und Versandhandel im Land, bei Amazon und IKEA in Koblenz und bei KVB in Niederolm, dem früheren Zentrallager von Tengelmann. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Sie streitet um einen neuen Tarifvertrag. Die Testpflicht und auch die Ausnahmen für Geimpfte und Genesene verunsichern viele Rheinland-Pfälzerinnen, aber auch die Restaurant- und Hotelbetreiber im Land. Deshalb verteilt der Kreis Bad Kreuznach seit heute Plakate. Denn und hier sind die aktuellen Corona-Zahlen fürs Land. Kardinal Marx hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Er wolle Mitverantwortung tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Marx ist Erzbischof von München und Freising und war davor Bischof in Trier. Sein Rücktrittsangebot ist für die katholische Kirche insgesamt ein Paukenschlag. Wie es mit dem Wetter weitergeht, das zeigen wir Ihnen gleich und schönen Nachmittag noch. Tschüss.